Für den Appell marschieren nun die Einheiten des Bataillons Elektronische Kampfführung 932 ein. Voran sehen Sie die erste Kompanie unter der Führung von Herrn Major Patrick Loof und dem Kompaniefeldwebel Herrn Oberstaatsfeldwebel Jochen Geil. Es folgt die zweite Kompanie unter Führung von Herrn Hauptmann Daniel Hammer und dem Kompaniefeldwebel Frau Hauptfeldwebel Franziska Richter. Darauf folgend marschiert die dritte Kompanie unter Führung von Herrn Hauptmann Johannes Metz und dem Kompaniefeldwebel Herrn Oberstaatsfeldwebel Björn Henkler ein. Es marschiert ein die vierte Kompanie unter Führung von Herrn Hauptmann Stefan Kirwill und dem Kompaniefeldwebel Herrn Oberstaatsfeldwebel René Bernstein. Als letzte Kompanie marschiert ein die fünfte Kompanie unter Führung von Herrn Major Daniel Wolf. Aufgerade, aus! Die Kompanie für den Herrn Oberstaatsfeldwebel. Meine Führung, gerade auf Stellung, Augen rechts! Vier! Los, Leutnant, meine vier Kompanie angetreten. Jawohl, haben wir gerade ausrühren. Vier! Aufgerade! Ab, da, genug! Zur Meldung an den Führer, Parade auf Stellung. Auf rechts! Oberstleutnant, ich melde Ihnen die 5. Kompanie, wie befohlen, angetreten. Gut, Augen gerade ausnehmen und rühren. Augen gerade aus! Rühren! Thank you.
Paradeaufstellung, Augen gerade, auf! Ehrenformation, Hahn, ab! Paradeaufstellung, Rödel! 30, Augen rechts! Herr Oberstleutnant, ich werde die Paradeaufstellung zum feindlichen Appell angetreten. Guten Tag, Bataillon! Guten Tag, Herr Oberstleutnant! Zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen meines Verbandes. Wir haben uns hier heute auf dem Frankenberger Obermarkt versammelt, um die Verleihung von 2 Fahnenmännern Einsatz für 23 Jahre Leitverbandsfunktion an unser Bataillon zu feiern. Vor wenigen Monaten wurden dem ELOK-Bataillon 1930 diese große Ehre zuteil, jedoch aus organisatorischen Gründen leider nicht hier in unserer Garnison statt. Deshalb wollen wir dies mit dem heutigen Appell hier auf dem historischen Obermarkt nachholen, zusammen mit ehemaligen Soldaten des Verbandes, Familien, Freunden oder einfach interessierten Bürgern unserer Partnerstadt. Abweichend vom Protokoll möchte ich Sie als Erstes begrüßen. Sie, die aktiven und ehemaligen Angehörigen des Standortes und Ihren Familien. Sie haben in den letzten 25 Jahren die Leistung gezeigt, wofür das Bataillon im Sommer ausgezeichnet wurde. Besten Dank für die geleistete Arbeit. Erlauben Sie mir aber nun stellvertretend für viele hochrangige Gäste einige namentlich zu begrüßen. Als Vertreter des hessischen Ministerpräsidenten, den Regierungsvizepräsidenten Herrn Dr. Alexander Wachter. Als Vertreter des hessischen Landtages, die Mitglieder Frau Claudia Ravensburg und Herr Jürgen Frömmrich. Für den Landkreis Waldeck-Frankenberg, den ersten Beigeordneten Herrn Karl Friedrich Frebel. Für die Bürgermeister unserer Patengemeinden Herrn Rüdiger Hess. Meinen direkten Vorgesetzten und Kommandeur der ELOK-Truppe Herrn Oberst Elmar Henschen. Stellvertretend für alle ehemaligen Kommandeure Herrn Generalmajor Ali Steiner, für das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum der Leiter Herr Regierungsdirektor Tepper, für den Sanitätsdienst den Leiter des Sanitätsversorgungszentrums Herrn Oberfeldarzt Rost, für die Polizei der Leiter der Polizeidienststelle Frankenberg Herrn 1. Polizeihauptkommissar Olaf Dienst, für den Feldjägerdienst den Kompaniechef der 9. Feldjägerregiment 2 Herrn Hauptmann Philipp Scheidt, für die Kirchen den evangelischen Militärpfarrer Herrn Michael Fröhlich, stellvertretend für alle Reservisten, den Kompaniechef der Heimatschutzkompanie Nordhessen, Herrn Oberstleutnant der Reservebad und zu guter Letzt alle Zuschauer, die heute hier so zahlreich erschienen. Am 9. November 2023 feiert die Bundeswehr ihren 68. Jahrestag. Nach menschlichen Maßstäben würden wir sagen, ein rüstiger Rentner, der auf ein erfolgreiches, aber durch Sparsamkeit geprägtes Arbeitsleben zurückschaut. Doch die Bundeswehr ist weder alt, noch darf sie in Rente gehen. Mit einer 100 Milliarden Verjüngungskur werden wir die vor uns stehenden Aufgaben erfüllen. Aber auch der heutige 9. November ist ein zentraler Tag in der deutschen Geschichte der letzten 200 Jahre. Unter anderem der 1918 mit der Novemberrevolution, 1938 mit dem abscheulichen Novemberpogrom und 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer, um nur 3 zu nennen. Keine Angst, ich werde jetzt kein Geschichtsreferat halten, gebe aber zu bedenken, dass an jedem dieser ambivalenten und vielschichtigen Tage der deutschen Geschichte Sicherheitsorgane wie Polizei, Paramilitär oder eben reguläre Streitkräfte eine, vielleicht die zentrale Rolle gespielt haben. Mal haben sie eine Monarchie zum Stürzen gebracht und so die Weimarer Republik ermöglicht,
Mal haben sie gewalttätige Übergriffe auf jüdische Bevölkerung unterstützt und sind selbst Täter geworden. Oder, wie beim Fall der Berliner Mauer, sich eher zurückgehalten. Sie sehen, die Haltung der Streitkräfte spielt in der Geschichte der deutschen Staaten immer eine wesentliche Rolle. Die Bundeswehr ist bestimmt nicht die schlagkräftigste Armee dieser Welt. Noch nicht. Aber mit dem Prinzip des Staatsbürgers in Uniform und dem Wertegerüst der inneren Führung sind wir die Armee der Einheit und die Armee, die unsere wehrhafte Demokratie tapfer verteidigt. Das war mein Einsatz des ILO Kaper der 1932 zeigt, dass die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der weltweiten Auslandseinsätze in den letzten 25 Jahren versucht hat, diese Verantwortung wahrzunehmen. Mit weit mehr als 300.000 Einsatztagen, seit 1997 dauerhaft und ständig werden es mehr, gehört dieser Verband zu den vermutlich einsatzerfahrensten Verbänden der Bundeswehr. Die Einsätze beginnen auf dem Balkan in den Missionen SFOR und KFOR, dann unser längstes Einsatzgebiet Afghanistan, wo wir fast 20 Jahre dauerhaft im Einsatz gebunden waren, und bis vor kurzem der Einsatz in Niger zusammen mit den Kampfschwimmern der Marine. Natürlich werden sich jetzt einige von Ihnen die Frage stellen, ob das alles erfolgreich war oder ob notwendig. Lassen Sie mich etwas verkürzt Klaus Graf Schenk von Stauffenberg zitieren. Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem Gewissen. Verkürzt, will er damit so sagen, manchmal muss man Haltung zeigen, auch wenn die Aussicht auf Erfolg nicht einfach erscheint. Der Einsatz in Afghanistan, der mit dem Busanschlag vom 7. Juni 2003 den schwärzesten Tag dieses Bataillons hervorgebracht hat, ist mit der erneuten Machtübernahme der Taliban nach fast 20 Jahren Hilfe durch die internationale Staatengemeinschaft wenig erfolgreich beendet worden. Der Einsatz in der Sahelzone ist durch die Militärputsche in Mali und Niger auch nicht wirklich erfolgreich. Die Situation auf dem Balkan ist fragil und zerbrechlich aufgrund der Kriege in der Ukraine und in Israel, aber zurzeit kaum ideal gewürdigt. Trotz all dieser Rückschläge hat das ILO-K-Bataillon 1932 immer und überall mit seinen Männern und Frauen den an uns gestellten Auftrag gewissenhaft erfüllt und so zum Schutz der eigenen Truppe beigetragen. Ehrennadel des Bataillons Elektronische Kampfführung 1932. In Anerkennung und Würdigung seiner Leistungen und besonderen Verdienste für das Bataillon verleihe ich Herrn Bürgermeister Rüdiger Hess die Ehrennadel des Bataillons Elektronische Kampfführung 1932. Bataillon, würde ich. So, habe ich nicht erzählt. Nein. Warum kommt er das? Ich lese es einmal vor, muss ja alles wiedergehalten werden. Herr Bürgermeister Hess hat sich während seiner gesamten Amtszeit als Oberhaupt unserer Garnisonstadt Frankenberg in außergewöhnlichem Maße für die Belange des Bataillons und seiner Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. Weit über die Maße der Pflichten eines Bürgermeisters hinaus engagierte er sich für alle Belange des Standortes und war ein aktiver Unterstützer. Seine Sympathie für Soldatinnen und Soldaten der Burgwalter-Kaserne war immer anzusehen. Herr Bürgermeister Hess lebte die enge Verbundenheit zwischen den Soldatinnen und Soldaten und der Stadt Frankenberg. Deutlich wird dies unter anderem an der für ihn selbstverständlichen Beteiligung an Veranstaltungsbataillons. Auf unseren Bürgermeister Hess war jederzeit Verlass. Die in der Stadt, hier drüben sehbar, wehende Fahne des Bataillons steht symbolisch für die von Herrn Bürgermeister Hess persönlich getragene vorbildliche Verbindung der Stadt zu ihren Soldatinnen und Soldaten und insbesondere denen, die sich in Auslandseinsätzen befanden oder befinden. Sie soll so lange dort wehen, bis sich Soldatinnen und Soldaten aus der Burgwaldkaserne im Einsatz befinden. Als Dank und Anerkennung verleihe ich daher Herrn Bürgermeister Hess im Namen aller Soldatinnen und Soldaten des ILOK-Bataillons die 30. Ehrennadel unseres Bataillons. Erzählt, obwohl wir schon eine halbe Stunde noch oben saßen. Vielen herzlichen Dank für diese Auszeichnung, die ich sehr gerne annehme, das möchte ich auch dazu sagen, aber die ich nicht alleine verdient habe, sondern für alle Frankenberger Bürgerinnen und Bürger sehr gerne annehme. Vielen herzlichen Dank für diese Auszeichnung. Ja, meine lieben Kameradinnen und meine Kameraden, Sie, die im Einsatz waren, möchte ich zuallererst begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass so viele von euch, von Ihnen hier nach Frankenberg hingekommen sind und an diesem Zeremoniell entsprechend teilnehmen. Ebenso herzlich freue ich mich, dass der Oberst Henschen wieder in Frankenberg mit zugegen ist. Herr Oberstleutnant Renkel, zu dem ich, wie auch zu den bisherigen Kommandeuren, immer ein sehr gutes Verhältnis habe, begrüße ich sehr und danke dir, lieber Daniel, dass wir diesen militärischen Appell im Herzen unserer Stadt an unserem Obermarkt entsprechend durchführen dürfen. Ebenfalls begrüße ich Herrn Regierungsvizepräsidenten Dr. Wachter, Herrn ersten Kreisbeigeordneten Frese, wie auch alle Ehrengäste.
aber auch ganz besonders natürlich die vielen Gäste, die heute mit dabei sind, die heute ganz bewusst alle Ehrengäste sind. Ich komme später dazu. Und ganz besonders freue ich mich, dass unser Heeresmusikchor diese Zeremonie entsprechend begleitet und freue mich schon jetzt auf das anschließende Platzkonzert zur Umrahmung des anschließenden Lämmershoppens vor unserem Rathaus. Bei unserem letzten feierlichen Appell unserer Bundeswehr hier auf dem Obermarkt vor rund anderthalb Jahren haben wir die Jubiläum 60 Jahre Standort und 30 Jahre Patenschaft unserer Stadt mit der Bundeswehr gefeiert. Damals war es deutlich wärmer, aber auch im Herbst lässt es sich gut feiern. Dieser Appell heute hier am Obermarkt ist Ausdruck einer tiefen Verbundenheit und ein Zeichen des Zusammenhalts zwischen dem hier stationierten EDK-Bataillon 932 und unserer Stadt Frankenberg. Präsentiert wird ein Fahnenband, das die Frankenberger Soldatinnen und Soldaten für ihre Verdienste in verschiedenen Einsätzen auf dem Balkan, in Afghanistan und in Afrika verliehen bekommen haben. Am 30. Juni wurde das Fahnenband schon offiziell übergeben. Heute wollen wir die Verleihung entsprechend würdigen und auch feiern. Ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, dass in der Rathausschirn das Goldene Buch anlässlich der Verleihung dieses Fahnenbandes ausliegt. Jeder ist herzlich willkommen, jede Person ist herzlich willkommen, um sich dort auch entsprechend einzutragen. Wir wollen aber dabei nicht vergessen, nicht überall auf der Welt wird im Moment so gefeiert wie hier. Im Gegenteil, die Krisen der Welt häufen sich. An den schrecklichen Krieg in der Ukraine scheinen wir uns fast schon gewöhnt zu haben. Und vor gut einem Monat ist der Nahostkonflikt in Israel mit der Terrorattacke auf die israelischen Bürgerinnen und Bürger voll aufgeschlagen. Ich sage es deshalb heute hier und bewusst, ganz egal, wo auf der Welt er stattfindet, wir dürfen uns zu keiner Zeit an den Krieg gewöhnen und den Frieden nicht für selbstverständlich hinnehmen. Liebe Gäste, liebe Kameradinnen und Kameraden und zivile Angehörige des Bataillons. Ich freue mich ausgesprochen, hier heute vor Ihnen zu stehen und Sie adressieren zu dürfen. Ich kann Ihnen sagen, wer das noch gerne machen würde, das ist der General Richard, der ja nun auch mal Kommandeur dieses Bataillons war und sehr gerne hier an meiner Stelle das Grußwort gesprochen hätte. Aber er sitzt heute in Berlin bei der Bundeswehrtagung. Unser Minister hat alle Generale, Admirale berufen und wir bekommen heute erzählt, wie die Bundeswehr, insbesondere das Ministerium, sich neu aufstellen wird für die Aufgaben der Zukunft. Ich freue mich, hier zu stehen, in diesem Schmuckkästchen der Stadt, vor dem alten Rathaus. Dieser Platz hat auch für die Bundeswehr große Bedeutung. 1962 im Juni wurde ich hier aus der Stadt Frankenberg die Garnisonsstadt. Schon im Vorfeld fand hier eine Ausstellung statt, unser Heer, um die Frankenberger Bevölkerung quasi darauf einzustellen, was jetzt kommt, nämlich Soldaten. In der Zwischenzeit haben wir hier viele Gelöbnisse durchgeführt und schöne Appelle. Ich erinnere mich an den 50-jährigen Appell 2012, auch schon mit Bürgermeister Hess, oder auch letztes Jahr den 60-jährigen. Es gibt aber keinen besseren Ort, auch heute hier diesen Fahnenbandappell durchzuführen. Ich denke, da sind wir uns einig. Gibt es ein besseres Datum als den 9. November? Ja, vermutlich schon, allein schon in Anbetracht des Wetters. Ostern Henkel sprach natürlich auch schon die Geschichte an, der 9. November 1938. Wenn wir jetzt mal in das 20. 21. Jahrhundert gucken, dann sehen wir da schon einen enormen Spannungsbogen. Aber ich finde schon, dass unser Appell hier heute in diesen Spannungsbogen reinpasst. Wir müssen eigentlich nicht 1938 anfangen, sondern vor 100 Jahren, 1923, mit dem gescheiterten Hitlerputsch, denn seinerzeit gab es die ersten antisemitischen Pogrome in Deutschland. 1938 nahmen die dann ihren weiteren Lauf. Es kam der Krieg, Wannsee-Konferenz, millionenhafte, massenhafte Vertreibung, systematische Ermordung. Das Ganze mündete letztendlich im 8. Mai 1945, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation, oder wie Richard von Weizsäcker 40 Jahre später am Gedenktag am 8. Mai 1985 sagte, dem Tag der Befreiung. Wie auch immer man das jetzt betrachtet, bedingungslose Kapitulation,
Befreiung. In jedem Falle war es für uns Deutsche die Chance zum Neubeginn. Und, wenn wir uns genau erinnern, war dieser Neubeginn ohne Streitkräfte. Denn damals, durch den Parlamentarischen Rat und auch durch die Alliierten, war es nicht vorgesehen, der Bundesrepublik Deutschland, die gegründet wurde 1949, aber auch der DDR, Streitkräfte zu geben. Denn nie wieder Gewalt von deutschen Boden wurde so interpretiert, dass man das Ganze halt auch ohne Streitkräfte vollzieht. Erst 1955, und Rosa Lenke sprach es an, am 12. November, am Geburtstag von Scharnhorst, dem preußischen General, Heeresreformer und Befreiungskämpfer. Also 1955 wurden die Streitkräfte gegründet. Ich zitiere jetzt mal aus einem Satz aus dem Soldatengesetz, den ich auch vorlese, wenn ich keinen Blödsinn erzähle. Der steht da unverändert. Paragraph 1, Ziffer 1, 2. Satz. Staat und Soldaten sind durch gegenseitige Treue miteinander verbunden. Diese Treue, ich denke, das können wir schnell feststellen, hat im Laufe der Zeit doch schon einen gewissen Wandel erlebt. Als ich 1989 Soldat wurde, habe ich, wie jeder hier auf diesem Platz, gelobt oder dann auch geschworen, treu zu dienen und tapfer zu verteidigen. Für mich hieß es damals, die Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen gegen den Warschauer Pakt. Deutschland war noch geteilt, in der DDR waren 5 Armeen der Roten Armee stationiert. Bündnisverteidigung war damals automatisch Landesverteidigung, denn wir waren Frontstaat. Dann brach der Warschauer Pakt zusammen, die Sowjetunion wurde aufgelöst und die Treue wurde ein erstes Mal ein wenig uminterpretiert. Man schickte Soldaten unter dem blauen Barett unbewaffnet in Einsätze. Kambodscha, Somalia. Gerade Somalia hat sich nicht unbedingt bewährt. Ich denke, das kann man retrospektiv so bewerten. Natürlich kein Unrecht. Also wurden wir ein wenig kerniger. Man gab uns wieder Waffen für Bosnien. Hier waren wir auch nicht mehr wie vorher mit dem blauen Helm oder blauen Barett aufgefordert, neutral zu sein und nicht Partei zu nehmen, sondern wir durften uns klar positionieren. Wir hatten Waffen, um uns zu verteidigen oder auch unsere Schutzbefohlenen. Dann kam wirklich eine Zäsur 1999 mit dem Krieg gegen Jugoslawien. Der erste Einsatz militärischer Gewalt durch die Bundeswehr, nämlich in Form von ECR-Tornados, die den Luftweg, wenn man so will, freigemacht haben für alliierte Bomber, um, wenn ich das mal so sagen darf, Milosevic wieder an den Verhandlungstisch zu bomben. Eine echte Zäsur. Darauf folgten dann die Einsätze, die wir heute mitwürdigen, also Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Mali, Niger. All das werden Sie nachher auf diesem Fahnenband sehen können. ISAF in Afghanistan, die Einsatzmedaille der Bundeswehr, Gefecht Bonn, den 10. Oktober 2023. Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius. Bataillon, hört euch! Thank you.
Thank you.